Oh, ich glaube, die Stichsäge sägt nicht gerade. Wie versprochen geht es jetzt hier im Schlafzimmer weiter. Und zwar als erstes hinten an der Wand. Da kommt ja ein Brett unten ran, was ich nochmal abfase und dann halt erstmal passend zuschneide. Ja, auf jeden Fall ausgemessen habe ich gerade alles. Und jetzt geht's raus in die Kälte und dann säge ich und schleife ich das Ding mal passend. Das Brett ist fertig und jetzt muss es gebeizt werden. Das soll nämlich auch so dunkel werden wie die Balken. Da werden wir wahrscheinlich zweimal oder dreimal drüber gehen müssen. Ja, ich mache jetzt erstmal einen ersten Anstrich und während das Ganze dann trocknet, kann ich nämlich schon mal in den Zwischenraum, der dann noch ist, noch Dämmung reinstopfen. Der erste Akt ist geschafft. Das Brett hier vorne ist jetzt dran, der Kasten ist zu, man sieht keine Dämmung mehr und ich bin sehr zufrieden mit der Farbe. Ja, auf dem Feierabend rückt sie mir noch Arbeit auf. Das war gerade beim Wegräumen, alles Werkzeug, ich bin fertig mit Sägen, kannst du mal schnell noch einen Teil sägen? Da seht ihr, Uwe meckert auch an mir rum. Ja. Also, Uwe macht ja gerade so schön das Schlafzimmer weiter und ich bin jetzt auch endlich fertig mit meiner Arbeit. Und deshalb habe ich mir gedacht, wir wollen ja hier dieses Fenster auch jetzt langsam mal fertig kriegen. Wir wollen hier langsam mal die Vorhänge anbringen, die ich jetzt schon seit ein paar Monaten habe. Moment, ich packe euch mal aufs Stativ. Ah, überall liegt hier Zeug rum. Schon wieder lauter Bretter. Jedenfalls wollen wir hier die Vorhänge anbringen, aber das ist ja halt auch irgendwie Käse. Wenn wir hier die Vorhänge anbringen, aber die Fensterleibungen sind noch gar nicht fertig. Ich hatte damals aufgehört, weil das ständig runtergekommen ist und dann wollte ich den Lehm erstmal trocknen lassen und dann sind wir hier plötzlich, ja, sozusagen eingezogen und dann, ja, habe ich irgendwie nicht mehr weitergemacht. Aber vom Prinzip her, jetzt wo Uwe von außen die Fenster dicht gemacht hat und klar ist, dass der Aufbau, so wie er jetzt drin ist, auch so bleibt, kann ich das jetzt endlich zu Ende machen. Und ja, den Lehm haben wir ja schon unten. Den wollte ich zwar eigentlich für die Wand unten benutzen, aber wo das jetzt hier ins Haus reinkommt, ist ja letzten Endes egal. Und da brauche ich für diese Teile hier unten die da. Brauche ich hier so ein Blendbrett. Die Fensterbretter hat Uwe ja schon vor Ewigkeiten irgendwann mal geschnitten. Und die haben wir also auch schon da, aber ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber hier ist alles noch ganz schön schief und krumm. Ich weiß gar nicht, wie das hier reingekommen ist. Genau, und das muss ich noch ein bisschen zu Ende putzen. Ja, das ist immer eine richtig Kackarbeit. Also ich mag ja dieses Flächenverputzen sehr gerne, aber alles, was so Kanten und vor allem so über Kopf, also hier so die Fensterleibungen oben und so weiter, da ist ja so ein Sturz drin und hat es halt überhaupt nicht dran gehalten. Und ich weiß noch ganz genau, dass das ganz schön ätzend war. War ja, glaube ich, letztes Jahr oder so, ne? Oder vorletztes Jahr. Genau. Aber jetzt ist ja schon Lehm dran, das heißt, es sollte eigentlich besser halten. Und dann werde ich das jetzt mal machen. Genau. Diesmal werde ich die Fensterbretter nur einölen. Die anderen Bretter, die ich unten habe, die habe ich ja mit diesem Bootslack eingestrichen und es glänzt halt sehr, sehr stark. Und ich habe auch festgestellt, dass diese noch relativ sägerauen Bretter, also die, das sind ja alles Dielenbretter, die wir hierfür benutzt haben, von den alten Dielen von ganz unten. Und die kriegen wir aber nicht so glatt geschliffen, wie das jetzt für diesen Bootslack gut aussieht. Das heißt, die Bretter, die wir bis jetzt mit diesem Bootslack gestrichen haben, die sehen irgendwie noch ganz schön rau und kantig aus und das gefällt mir nicht so wirklich. Deshalb werde ich die ölen, dann mal so ein bisschen anschleifen wieder und dann nochmal ölen und dann sollte das eigentlich passen. Hier stehen sowieso keine Blumentöpfe drauf oder irgendwas mit Wasser, weil das sowieso nur so, keine Ahnung, jetzt nicht 12 cm oder 10 cm breite Fensterbretter sind. Also von daher ist es da auch nicht schlimm, wenn da mal ein Fleck drauf kommt, kann man den ja auch zur Not nochmal rausschleifen. Gut, dann
Genau, werde ich jetzt erstmal alles freiräumen, denn ja, wir wohnen halt hier, ne? Ich muss mir dann auch hier was überlegen, wie ich hier ein Brett oder so noch... Ach, kriege ich ja gar nicht. Muss ja noch irgendwie ein Brett drüber kriegen, damit ich überhaupt hier oben rankomme. Oder muss ich wieder akrobatisch werden hier? Obwohl, es geht gerade noch so, ist aber sehr unangenehm. Weil jetzt ja hier auf der Seite das Regal ist und hier ist die Treppe ja direkt. So, kommt unsere linke Katze mal weg. Genau. So. Schon mal gut an. Eine Fensterbrett ist ein bisschen weiter. Da brauchen wir auf jeden Fall noch ein bisschen was runter. So soll das Ganze dann aussehen. Uwe hat jetzt hier gerade noch ein Brett recht gesägt mit so einer schönen gefrästen Kante. Entschuldigt die Beleuchtung, aber es ist gerade sehr atmosphärisch. Da mache ich jetzt hier nicht die weiße Lampe hin. So, genau. Und dann kommt das hier alles so ran. Das streiche ich in derselben Farbe wie die Fenster. Also zweimal mit der Beize Kiefer 2. Und das hier werde ich mit Öl einstreichen. Das habe ich ja schon gesagt. Vielleicht das Brett hier auch, damit es leichter abwischen ist. Oh, nee, mit... Ich glaube, ich probiere das mit dem Möbelwachs. Probier. Mach, wie du denkst. Mache ich sowieso. Ja. Oh, das wird aber schön aussehen, wenn hier unten dann auch endlich glatt ist. Ja, auf jeden Fall. Weil so wie es jetzt hier auf der Seite aussieht, ist mir das schon immer sehr ins Auge gestochen. Mit dem ganzen Stopfhanf da. Nicht so toll. Gut, dann kommt jetzt noch der schöne große Setzkasten nach unten. Der kommt nämlich dann in unser Wohnzimmer, wenn das Schlafzimmer nach oben gerutscht ist. Du fängst jetzt nicht an, hier zu fegen, während ich hier gerade... Wenn du jetzt hier mit Nachfuß rumläufst. Nein, lass das mal bitte. Sonst kommt es hier auf die Farbe drauf. Kannst du mal sehen. Aber das riecht irgendwie anders als sonst. Normalerweise, also vorher hat es nicht so chemisch gerochen. Es riecht jetzt irgendwie ein bisschen chemischer. Oder ist es vielleicht, es riecht mehr nach Lösungsmittel, finde ich. Gestern Abend habe ich ja hier noch einmal eine Schicht drauf gemacht. Das ist jetzt auch schön getrocknet. Ich werde jetzt noch ein zweites Mal drüber streichen. Allerdings bin ich jetzt gerade am Überlegen, ob ich nicht auch die Fensterbretter einmal wenigstens mit Beize überstreiche, dass wir das hier ähnlichen Farbton haben. Und vor allem aber auch lässt sich das Brett immer schwierig anschleifen, wenn man hier Öl drauf gemacht hat. Also die Schleifpads, die kleben dann immer so extrem zu. Deshalb bin ich am Überlegen, ob ich hier vielleicht einmal die Beize rübergehe, das trocknen lasse und dann einmal anschleife, dass die Fasern, die sich dann aufstellen, eben auch wieder runterkommen. Öl ist ja auch wasserabweisend und das Wachs, das ist ein bisschen anfälliger, was Wasser angeht. Also für den Außenbereich ist das zum Beispiel nicht geeignet, dieses Möbelwachs. Aber hier drin kommt ja jetzt eigentlich nicht so ein Plemperwasser drauf. Mein Problem mit dem Ölen ist immer so ein bisschen, gerade wenn wir das Leinöl nehmen, dass es immer so sehr orange anfeuert. Und das Möbelwachs, das macht das eben nicht, weil das eine sehr transparente Geschichte ist. Das macht nur einen ganz kleinen Gelbstich. Ja. Da sieht man mal, wie unterschiedlich das Holz auch wirklich die Beize annimmt. Ich hatte ja unten auch schon einen Balken mit Leinöl gestrichen. Der war auch aus diesem Holz. Ich glaube, Uwe meinte, das war Kiefer und das andere Fichte. Genau. Und das hier ist ja auch gehobelt.
Und das hier ist geschliffen. Und man merkt so einen krassen Unterschied. Das ist jetzt zweimal gestrichen und das ist einmal gestrichen. Das wird jetzt zwar noch ein bisschen aufhellen mit der Zeit, aber nicht viel. Das heißt, wenn ich da jetzt noch Leinöl drauf knalle, dann wird es noch dunkler. Also werde ich da dieses Möbelwachs drauf machen. Und bin ich mal gespannt. Was natürlich nicht ganz so schön ist, ist, dass das hier so ein bisschen scheckig ist, aber es liegt halt wirklich einfach an diesen Brettern. Die sind eben einfach so. Ja, ich habe gerade da reingeguckt und die Bretter sind jetzt einfach nicht mehr so wie vorher. Okay, ja, die sehen wirklich exakt gleich aus. Also ihr habt ja gerade eben gesehen, cool, wie die Farbe, wie krass der Unterschied war. Also ein bisschen dunkler sind sie noch. Ja, aber ich würde sagen, so kann man das lassen, ne? Aber krass, vom Eingang aus, durch den Lichteinfall, sieht es fast gleich aus. Und von oben gesehen wieder nicht. Ich weiß nicht, wie es dann angebaut ist, weil die helleren, die sind ja dann eigentlich immer im Schatten und das Fensterbrett ist dann wieder. Stimmt. Könnte dann so sein, dass es ein bisschen dunkler wird. Dieses Möbelwachs ist eigentlich Ringelblumensalbe, die ich mal selber hergestellt habe. Aber wir benutzen niemals im Leben so viele Ringelblumensalbe. Und deswegen benutze ich die dafür, denn Möbelwachs wird ja auch aus Öl und Bienenwachs gemacht und dementsprechend eigentlich dieselbe Zusammenstellung wie die Salbe. Genau, und riecht auch leckerer. Saugt aber ganz schön was weg hier. Ja, das kleine Stück da über der Tür habe ich jetzt auch gleich noch mit dicht gemacht. Und dass man dieses blöde Kabel dann nicht mehr sieht, was da lang geht. Da kommt ja später nochmal ein richtiger Türrahmen hin für diese schöne alte Tür. Aber bevor ich dann nicht ganz genau weiß, wie ich den einbaue, lassen wir das jetzt erstmal so. Jetzt geht es an diese schönen Stellen hier. Dadurch, dass wir jetzt zwischen den Balken lang gehen, muss ich da jetzt tatsächlich was einstückeln. Und diese Schräge, die ich hier drin habe, halt innen drin auch fortsetzen. Ja, das ist eine ganz schöne Formelei. Mal sehen, wie lange ich jetzt dafür brauche. Ich habe mir das jetzt mal angezeichnet, was weg muss. Also alles, was mit dem Kreuz ist, muss weg. Und wie ihr seht, das ist eine richtig unschöne Schräge. Ja, da überlege ich mir jetzt erstmal, wie ich die am sinnvollsten machen kann, weil ich habe hier gerade keinen Schraubstock. Und ich werde das sehr wahrscheinlich mit der Japansäge sägen. Also, 3 Schraubzwingen und ein paar Bretter und einen Stuhl. Und man hat auch einen Schraubstock. So, das hat erstmal geklappt. Ich habe jetzt einiges noch nachgeschliffen. Das habe ich ein bisschen zu groß gesägt. Aber jetzt passt es genau rein und dann kann ich da jetzt weitermachen mit dem zweiten. Dann habe ich nämlich die ganzen blöden Sachen hinter mir. So, ich habe jetzt mal die 4 Felder ausgemessen, die ich noch machen muss und ja, die schneide ich jetzt alle noch zu, wird nämlich bald dunkel, dass wir die noch streichen können und dann können die morgen angeschraubt werden. So, Sonntag,
Morgen und ja, wie ihr seht, wir haben gestern das Zimmer hier einfach nur so verlassen, wie es war. Ich mache jetzt hier erstmal sauber. Und ich mache jetzt hier erstmal sauber, dass wir hier streichen können, wenn ich den ganzen Staub dann auf der Beize haben. Ja, und danach geht's dann weiter mit der Decke. Jetzt fertig gestrichen. Ich habe die auch alle durchnummeriert, das heißt, ich weiß ganz genau, in welches Feld die kommen. Jetzt muss ich bloß gucken und dann werden die jetzt eingebaut. Ich habe jetzt hier die Ecken mal noch ein bisschen ausgekratzt, dass die auch wirklich richtig schön im rechten Winkel sind oder zumindest nicht, hier war noch so ein bisschen eine Nase dran, weshalb das alles nicht gepasst hat, das Brett, was Uwe zugeschnitten hat. Und bevor jetzt das Brett zugeschnitten ist, nehme ich hier lieber ein bisschen was von der Lehmwand weg. Am meisten graut es mich davor, diese Teile hier zu machen. Ich hasse es, dieses Überkopfarbeiten da auch. Hier habe ich ganz schön raue Kanten noch gelassen, was natürlich ganz gut ist, weil sich dann der Lehm gut miteinander verbindet. Aber es geht auch teilweise ein bisschen zu weit raus. Ich möchte ja jetzt hier nicht so einen Aufbau draufpacken. Da muss ich mal gucken, das werde ich nochmal nass machen. Vielleicht lässt sich das auch nochmal ein bisschen rauskratzen und ein bisschen glätten. Genau, also hier die Seite ist auf jeden Fall besonders blöd gemacht, also besonders roh noch. Das liegt aber auch daran, weil hier halt einfach diese Treppe ist. Und ich dann wirklich bei dem Fenster dann auch echt keinen Nerv mehr hatte. Und ja, na gut, jetzt muss ich hier ran. Ich werde auf jeden Fall aber das Fenster erstmal abkleben, damit meine Scheibe nicht nochmal so schmutzig wird. Das ist ja schon immer eine ganz schöne Schweinearbeit hier. Und ja, machen wir das erstmal. Anna hat jetzt überlegt, oder wir haben jetzt eigentlich die ganze Zeit überlegt, wie wir hier oben die Kante ordentlich gerade kriegen. Und jetzt hatte ich überlegt, wir haben ja den Balken hier und dann können wir hier als ein Brett auf die richtige Höhe hier dahinter schieben. Und dann keiern wir das fest und dann können wir von hier aus arbeiten. Sollte funktionieren. Hoffe ich. So, willkommen am Montag.
in unserer angefangenen Baustelle hier. Eieiei, Sonne. Es ist wunderschöne Sonne, aber der Strom ist aus. Nicht, weil Stromausfall ist, sondern weil der abgestellt ist jetzt gerade zwischen 8 und 12. Das heißt, ja, ich muss mich jetzt 4 Stunden lang beschäftigen mit anderen Dingen als Arbeit. Und ich habe jetzt gerade mir mal die Aufgabe gemacht, die Fenster zu putzen. Die Dachfenster hatte ich eigentlich schon alle geputzt. Aber dann sind die ganzen Vögel vom Vogelzug hier rüber geflogen. Alles nochmal voll gekackt. Aber jetzt sind die Vögel so gut wie alle weg. Das heißt, ja, Versuch Nummer 2. Jetzt ist es gerade noch warm genug, dass die Scheibe auch ordentlich abtrocknet. 2 habe ich schon gemacht. Jetzt stehe ich vor der Herausforderung, dass hier ja Uwes Schreibtisch genau davor steht. Da muss ich mal gucken. Ich weiß nicht, ob der mich aushält. Ich glaube, der ging nicht so weit mit der Tragkraft. Vielleicht, keine Ahnung. Naja, jedenfalls 2 von 4 sind fertig. Und Uwe macht jetzt Heizung anbauen. Heizung anbauen, genau. Die haben wir euch noch gar nicht gezeigt. Schauen wir gleich mal. Ja, Uwe hat wieder alles vorbereitet. Schon was angeditscht? Nö, nee, scheint schon gewesen zu sein. Wir haben ja noch nicht zugemacht. Ja, genau. Also, wir haben uns entschieden. Tada! Wir nehmen eine schöne Infrarotheizung mit Motiv. Genau. Haben wir nämlich gleich ein Bild weniger, was wir aufhängen müssen. Ja, wir hatten ja vorher diesen weißen Kasten da dran zu hängen und ja, das sah immer ganz schön blöd aus. Ja. Deswegen haben wir jetzt uns entschieden, so eine zu nehmen. Genau. Und die ist jetzt auch ein bisschen kleiner, weil die andere war etwas überdimensioniert hier für das Zimmer. Mhm. Und ja, die baue ich jetzt erstmal an. Genau. Und dann gucken wir mal, wie die Gestaltung von der Wand dann alle macht. Ja, wir haben ja hier so eine riesige Wand. Die schreit ja förmlich danach, dass da ein paar Bilder und so weiter ran wollen. Genau. Da bin ich gerade noch am Suchen, was da hinpasst. Ja, und die andere größere Infrarotheizung wollten wir mal gucken, ob man die auch an der Decke anbringen kann, dass wir die dann im zukünftigen Büro vielleicht oben ranschrauben können. Da ist es dann nicht so schlimm, wenn die weiß ist. Gut, na denn, schauen wir mal. Zum Glück brauchen wir ja keinen Strom dafür. Haben ja alles mit Akku. Alles mit Akku. Nur testen können wir die Heizung jetzt noch nicht. Ja. Das kann ich dann um 12 machen. Unser Bett kommt ja quasi hier vorne hin, da wo Uwe jetzt gerade steht. Da wird sein Schlafplatz. Mhm. Und da wollen wir die Infrarotheizung halt relativ gegenüber von machen, damit wir schön angestrahlt werden mit Wärme. Jetzt seht ihr aber, dass die Steckdose da drüben ist. Also wir müssen so ein bisschen gucken, dass das Kabel auch tatsächlich reicht. Ja, ne? Genau. Wollen wir das vorher einmal abpassen? Oder? Ja, ja, genau, das machen wir. Wir halten die dann einmal ran und dann gucken wir mal, wie es... Also erstmal messe ich jetzt einmal quer aus, wo ungefähr unser Bett steht, dass es dann halt mittig vom Bett ist. Und dann gucken wir, ob es so passt oder ob wir es dann doch optisch lieber ein bisschen verschieben. Ja, da habe ich das extra schön mit der Schablone gemacht, die dabei geliefert war, und es sah total schief aus, obwohl es gerade in Waage war. Also jetzt doch alle Löcher, also alle Schrauben per Augenmaß reingebracht, sodass halt die Balken oben der Abstand und unten halt halbwegs in Ordnung ist und das Bild jetzt ordentlich mittig aussieht. Jetzt ist es schick und da, wo das Kabel jetzt lang geht, da kommt dann noch ein Kabelkanal drauf, den streicht Anne dann auch noch schön in dem Blau. Und dann sind wir da fertig mit der Wand. Die Stimme der Wahrheit, funktioniert die überhaupt? Ja, mal gucken, hab sie gerade eingestellt und angemacht. Wir haben ja hier so ein Smartmeter, wie ist es? Thermostat. Thermostat, das ist ein Smartmeter. Genau, und da kann man auch so ein bisschen die Uhrzeiten einstellen. Das musst du jetzt nochmal neu machen, oder? Jetzt ist es noch eingestellt für... Für früher. Hm. Und auf 20 Grad? Ja. Unser Kind hat das selber umgestellt. Oh, ja, deswegen habe ich ja immer zwischendurch gewundert, warum plötzlich so tagesweise die Ausschläge waren auf dem Stromzähler. Ja, also ich muss sagen, das Bild passt sehr schön an die Wand. Ja, also sie wird warm. Okay, also funktioniert es immer. Ja. Sehr schön. Ja, doch. Du stehst jetzt vor wie in so einer Kunstgalerie. Viel zu nah. Abstand, Abstand. Aber ich muss doch die Pixel sehen. Also im Katalog, also online, sah das Bild viel mehr nach Pastelltönen aus. Und ich finde auch jetzt in der Kamera ist es mehr pastellig. Aber es ist schon ganz schön, die Farben sind schon ziemlich kräftig. Also sehr viel Türkis und Orange. Aber ich finde,
tatsächlich, dass es ganz gut passt zu der Wand. Also ich hätte gedacht, das sind ein bisschen sanftere Töne. Ja, ja. Nee, ich finde es sehr gut. Aber es passt sehr schön hierher durch die dunkle Wand. Das ist, passt es besser als mit dem Pastell wahrscheinlich sogar. Ich habe jetzt einfach mal ohne euch das Ganze zu Ende gemacht. Ich habe mir noch die ganzen Ecken noch so abgerieben. Jetzt ist alles einigermaßen in Ordnung. Fensterbrett ist auch drin und hat auch dem Abwischen ganz gut standgehalten. Ja, ich bin ganz zufrieden mit der Optik so. Und ich habe hier auch noch den Rand ganz gut begradigt gekriegt. So hundertprozentig ist es nicht gerade, aber muss es auch überhaupt nicht. Nur so Riesenwellen wollte ich da nicht drin haben. Ja, jetzt ist das Uwes Aufgabe, hier die andere Seite zu machen. Er hat die ehrenvolle Aufgabe, die Seite mit der Treppe zu machen. Ganz toll. Da freut er sich auch total drüber. Mhm. Ja, ich habe mir hier an der Seite das eine Regal, was dann noch auf dem Boden vor Uwes Schreibtisch lag, erstmal hingeräumt. Hier war ja alles voll mit Kisten, mit Warenzeugs und so weiter drin, dass ich jetzt alles in den Drempel verbannt und hier in das Regal reingemacht habe. Es sieht jetzt natürlich erstmal nicht so schön aus, aber hier ist vieles drin, was ich jetzt gerade noch am Abverkaufen bin, weil ich ja meinen Materialshop ganz stark runtergeschraubt habe. Auf jeden Fall sieht das jetzt schon wieder ein bisschen schöner aus. Das Regal kommt dann eigentlich nach unten als Bücherregal, wenn wir dann das Wohnzimmer soweit haben. Aber an der Stelle sind wir momentan noch nicht. Denn das Wohnzimmer unten kann ja erst eingebaut werden, wenn wir hier mit dem Bett nach oben gewandert sind. Da bin ich schon mal gespannt, wann wir das hinkriegen. Vielleicht nächste Woche, mal sehen. Im Schlafzimmer selber ist ja noch eine ganze Menge zu tun. Wir haben ja jetzt noch, diese Woche wollen wir ja noch die Decke fertig kriegen. Und den Drempel und den Einbauschrank, den wir hier noch reinbauen wollen, das machen wir erst später. Das dauert eine ganze Weile und kostet auch eine ganze Menge Geld, hier die ganzen Bretter dafür zu besorgen und so weiter. Da wollen wir uns dann auch Zeit lassen mit der Konstruktion. Und das Bett können wir ja in der Zeit dann auch nochmal einen halben Meter nach hinten schieben. Das wäre jetzt nicht so das Problem. Ja, genau. Jetzt haben wir hier immerhin schon mal die Heizung drin. Und der liebe Uwe möchte, glaube ich, heute... Ja, hier fehlt noch ein Brett. Das muss da noch ran. Und dann kann gestrichen werden. Ja, ich habe ein bisschen Angst davor, ja. diese Decke hier zu streichen. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass es eventuell zu hell wird, ehrlich gesagt. Ich glaube es nicht. Wir wissen jetzt gerade nicht, ob wir euch das hier oben schon gezeigt haben. Aber Uwe hatte ja hier am Sonntag noch die Füllungen sozusagen für die Balken gemacht. Hattest du darüber schon was erzählt, so ja, allgemein? Natürlich. Okay, gut. Also das Ergebnis ist auf jeden Fall sehr schön geworden. Wir hatten so ein bisschen Bedenken, dass der Balken zu klobig wird, ne? Ja, aber das sieht gut aus so. Ich meine, wenn wir, eingefasst hätten sozusagen nochmal. Und so hat er noch eine gewisse Leichtigkeit, weil der Raum ist ja nicht sonderlich groß. Und mit diesen hohlen Balken sozusagen sieht das ganz cool aus. Ja. Ja, weil wir schlafen ja direkt hier drunter, da möchte man nicht so einen fetten Balken direkt über sich drüber haben irgendwie. Na gut, ich lasse dich mal arbeiten. So, da oben ist das letzte Brett, was ich noch ranbringen muss. Jetzt habe ich nur das Problem, die Wand ist ziemlich uneben. Das heißt, ich schraube mir das Brett jetzt erstmal ran und dann zeichne ich mir die Wandkontur ab und kann dann mit der Stichsäge das Brett zusägen. Danach putzen wir dann mit dem Lehmputz noch ein bisschen feiner an und dann sollte man eigentlich diese Kante auch nicht mehr sehen. Ja, also ran ans Werk. Mal gucken, ob das alles klappt. Zum Anzeichen an der Wand habe ich mir was zusammengebastelt, nämlich den einen Bleistift als Abstandshalter und dann kann ich mit dem anderen ordentlich lang zeichnen und kriege so die genaue Kontur. Und ja, hat gut funktioniert. Klebeband und zwei Stifte hat eigentlich jeder zu Hause. Damit funktioniert sowas immer ganz gut. Oh, ich glaube, die Stichsäge sägt nicht gerade. Nee, das ist jetzt genau die Kontur von der Wand. Und jetzt gehe ich mal hoch und gucke, ob alles passt. Und ansonsten kann ich noch ein kleines bisschen nachschleifen.
Jetzt gucken wir, ob es ranpasst. Und wenn alles passt, dann kann ich es jetzt beißen. Und dann sind wir hierbei durch. Okay. Sieht gut aus. Und während die Beize jetzt trocknet, suche ich mir mal den ganzen Stopfhahn raus, weil wir haben da nämlich noch eine Rille dahinter, die muss auf jeden Fall noch aufgefüllt werden und dann kann danach erst das Brett ran. Das Ergebnis freut uns auf jeden Fall. Das sieht nämlich wirklich auf jeden Fall viel besser aus als vorher. Und ja, die Decke ist jetzt soweit fertig. Das heißt, jetzt kann es losgehen und kann alles gestrichen werden. Und dann müssen natürlich später noch die Zierleisten ran an die Ränder. Das wird dann nochmal ganz schön Fummelarbeit, das hier ordentlich rumzukriegen mit Gärungsschneiden und sowas. Aber ja, das ist eine andere Baustelle. Heute geht es weiter im Schlafzimmer. Uwe ist gerade noch dabei, oben den Balken abzukleben, denn heute benutzen wir diesen Wachsbalsam, um die Decke und die Dachschräge zu streichen. Wir sind beide schon ein bisschen nervös, aber Uwe meinte schon gerade richtig formuliert, er möchte das endlich gemacht haben, damit es fertig ist. So. Genau, wir haben jetzt hier noch so eine Folie, die wir auch bei den Fenstern benutzt haben, nur dass die für die ganze Wand ist, sodass wir dann danach die blaue Wand nicht nochmal komplett neu streichen müssen. Erfahrungsgemäß geht da, wo Klebeband ist, aber trotzdem die Farbe so ein bisschen ab. Aber wir haben ja noch ein bisschen was zum Nachkorrigieren, deswegen ist das nicht so problematisch. Genau, jetzt müssen wir noch alle Balken abkleben. Macht immer richtig Spaß, ne? Alles über Kopf abzukleben. Aber genau, wenn wir soweit sind, dann kann es losgehen. Schon wieder ein ganz anderes Raumgefühl hier drin. Mhm. Viel, viel heller. Und wir haben jetzt da oben, ach, die Kamera will natürlich wieder das Fenster hier machen. Da oben sieht man jetzt den Unterschied. Dieses Brett haben wir jetzt gestrichen und die da drunter. Und dadurch, dass die ja noch nicht so orange geworden sind, ist das natürlich deutlich heller und neutraler. In der Kamera sieht es eigentlich noch extremer aus, ja, als in echt, ne? Also der Kontrast ist eigentlich nicht ganz so krass. Aber wir werden versuchen, unten zweimal zu streichen und bei den neuen Brettern, da reicht auf jeden Fall ein Anstrich. Ja. Und dann gucken wir mal, wie gut dann sich die alten Bretter noch anpassen. Ich hatte bestellt, dass es für zwei Anstriche auf jeden Fall reicht. Ich glaube, 2,5 Liter sind das jetzt. Ich habe schon gemeint zu Uwe, ob wir nicht vielleicht das große Zimmer im Dachgeschoss nicht auch einmal wenigstens streichen, weil die Bretter werden ja immer dunkler und dunkler und dunkler und ja, man merkt schon einen deutlichen Unterschied zu letztem Jahr auf jeden Fall. Naja, da ist ja auch noch einiges zu machen, ne? Noch Zierleisten und sonstiges. Ist die nächste große Baustelle. Nein, die nächste große Baustelle ist das Bad, habe ich gedacht. Achso, ja, stimmt. Also das Kleine da, nicht das unten, was auch schon fast fertig ist. Ja, jetzt machen wir erstmal das hier fertig. Gut, Uwe möchte nämlich unbedingt seine Lampe anbauen. Ja. Also machen wir vielleicht das mittlere Teil als erstes.
jetzt die erste Schicht drauf. Und Uwe hat jetzt uns gerade die Entscheidung abgenommen, ob wir noch eine zweite Schicht drauf machen oder nicht. Da hinten seht ihr es. Da hat Uwe einfach ganz frech eine zweite Schicht drauf gemacht. Ja, ich muss den Pinsel sauber machen. Und jetzt müssen wir das Ganze nochmal streichen. Juhu. Aber ja, ja. Naja, gut. Dann hat Uwe das jetzt mal entschieden. Genau. Zweiten Anstrich geschafft. Der Unterschied ist jetzt nicht mehr so stark zu sehen. In der Kamera tatsächlich noch ein bisschen doller als in dem, obwohl, nee, hinten in der Ecke so links, ne, da sieht es ja auch fast gleich aus. Fast gleich aus jetzt, ja. Ja. Und jetzt kann Uwe endlich die Lampe anschrauben. Also, wir sind super zufrieden mit der Farbe. Ich habe euch unten auf jeden Fall auch nochmal das Video verlinkt, wo nochmal gezeigt wird von der Malermeisterin, wie das alles ordentlich verstrichen wird. Und genau so haben wir das im Prinzip auch gemacht, ne? Ja, genau. Du sagst ja, du hast das Video gar nicht gesehen. Aber du hast es mir dreimal erklärt. Ich habe es mir dreimal erklärt. So, jetzt müssen wir hier noch die ganzen Abklebebänder abmachen. Ja, die Folie kann auch wieder ab. Mal gucken, ob wir die irgendwie zusammengerollt kriegen, dass wir die nicht, dass wir die vielleicht nochmal benutzen können. Ja, vielleicht schön, ja. Ja, also so viel. Vor allem, es hat gar nicht getropft. Also das Zeug hat sich sehr gut verstreichen lassen. Es war auf jeden Fall notwendig, dass man noch ein zweites Mal hinterhergeht mit so einem weichen Pinsel oder sowas. Das macht es dann halt flächiger, ja, sodass man kann man sehr schön alles verteilen und. Genau, ja. Das hat ja Uwe gemacht. Und man kann es aber auch alleine machen. Also man braucht nicht unbedingt zu zweit. Also wir haben zwischendurch ja auch mal einzeln gearbeitet. Das hat auch wunderbar funktioniert. Man kann dann eben nicht so viel auf einmal streichen. So, endlich ist die Lampe dran. So, jetzt gucke ich gleich mal, wie sie aussieht. Hey. Ja, oh, schöne Sternchen. Haben wir Sternchen? Oh, Tatsache. Mhm. Ah doch, das sieht cool aus. Auch mit der Wand. Bist du zufrieden? Ja. Schöne Lampe. Also, die Kamera überblendet das ja jetzt, aber es glitzert so richtig aus dem Schirm raus. Das sieht echt cool aus. So, Endspurt im Schlafzimmer. Und zwar, ja, wir hoffen oder wir planen eigentlich, dass wir nächste Woche hier das Bett auch reinstellen können. Mhm. Also noch ein bisschen Kleinigkeiten und dann können wir endlich im Warmen schlafen. Ja, so. Die Heizung ist auch schon getestet. Ja. Die war heute Nacht an, weil ich das Thermostat noch drin gesteckt gehabt hatte. Ja, also aber funktioniert. Und muss Uwe erstmal wieder neu programmieren. Ja, genau. Richtig. Was uns auf jeden Fall sehr gefreut hat, war, dass das mit diesem Bienenwachsbalsam so gut funktioniert hat. Und ja, ja, ich versuche gerade Uwe zu überreden, dass wir das mit dem ganzen Dachgeschoss machen, weil es wirklich weil es wirklich so viel besser aussieht als dieses Orange-Gelb von den Brettern. Ja, das auf jeden Fall. Aber das ist eine Baustelle, die machen wir erst nächstes Jahr auf. Definitiv nicht nächstes Jahr, ja. Genau, gut. Dann sehen wir uns hoffentlich nächste Woche wieder. Lasst einen Daumen hoch da, wenn euch das Video gefallen hat. Wir wünschen allen einen schönen ersten Advent. Oh, stimmt. Und dann bis zum nächsten Mal. Ja. Tschüss. Tschüss.